noch in den Schuh Business Studios und ich habe einen weiteren Kandidaten gefunden, den Frustra. Hallo. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, also auch du herzlich willkommen hier. Du bist ja nach mir gekommen, deswegen herzlich. Also kannst du nicht, aber ich war gestern schon da. Ich wollte nur anmerken, du hast echt ein cooles Oberteil an, muss ich sagen. Ja, also es war für die Zuschauer, es war nicht abgesprochen, es war wirklich Zufall, muss man sagen. Aber wir wissen auch nicht, was das zu bedeuten hat, aber wir haben auf jeden Fall Bock, heute noch eine Runde draußen Holz fällen zu gehen. Wir haben ja Zeit, es ist ja Sonntag. Bist du schon durch mit dem Aufnehmen? Nee, ich bin gleich nochmal dran. Also wir warten darauf, dass der vor mir sozusagen fertig wird und dann gehe ich gleich in die Booth. Bist du aufgeregt oder bist du schon so versiert in solchen Boofen? Genau. Wie sagt man denn? Was ist die Mehrzahl von Boof? Ja, Aufnahmekabinen. Aufgeregt gar nicht. Ich habe nur ein bisschen, die letzten Tage waren ein bisschen schwierig für mich, weil ich gekränkelt habe sozusagen. Ich bin etwas angeschlagen, was meine Stimme angeht. Und deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das komplett durchhalten kann mit dem Druck in der Stimme. Das ist das Einzige, was mir so ein bisschen jetzt gerade Kopfschmerzen bereitet. Mhm. Alles andere, den Text habe ich drauf und ich werde reingehen und ich denke, dass ich jetzt nicht so lange brauchen werde, aber ich hoffe, dass die Stimme halt mitmacht. Jetzt strapazieren wir auch noch hier deine Stimmbänder weiter. Ja, geht. Wir haben die ganze Zeit unten schon gesessen und gequatscht. Ne? Wenn man wartet, macht man dann irgendwie, wir haben uns gerade Humorwitze durchgelesen, weil die einfach so absurd und dumm sind. Und wir waren noch ein bisschen traurig gerade. Es wurde gesagt, dass Simpsons halt komplett weggeht sozusagen. Okay. So, und okay, aber wann habe ich das letzte Mal Simpsons geguckt? Eigentlich ist das nur so eine Kindheitserinnerung, die man hat. Fernsehen. Man kann immer noch Simpsons gucken. Die laufen doch, glaube ich, dreimal am Tag bei Cousin. Vor allem, ich glaube, ich habe so viele Staffeln nicht geguckt, sodass ich auf jeden Fall Stoff für mehrere Jahre noch habe. Also von daher bin ich entspannt. Dann freu dich, dann sei nicht traurig. Genau, immer das Positive sehen. Das, was du gerade erzählt hast, zeugt davon, dass ihr euch ganz gut versteht untereinander, dass ihr irgendwie Spaß habt und lachen könnt zusammen? Ja, absolut. Also ich finde es auch gut, dass wir nicht so viele auf einmal sind, dass man das halt gesplittet hat auf mehrere Tage, sodass man auch gut gemacht wird, Text. Ja, absolut. Also wenn wir zu zehnt auf einem Haufen wären, das wäre ein bisschen schwierig, da mit jedem dann Kontakt aufzunehmen. Und so entstehen halt natürlich auch Gespräche, die so ein bisschen in die Tiefe gehen. Und dann fragt man ja, woher kommst du denn, was hast du denn schon irgendwie gemacht und sonst. Sind alles sehr, sehr liebe Jungs. Ich habe die auch alle zum ersten Mal gesehen. KD kannte ich jetzt schon, aber alle anderen sind mir sozusagen auch vorher fremd gewesen und sind alles sehr liebe Jungs. Und haben auf jeden Fall was drauf. Ne? Also ich habe ein paar Sachen schon gehört. Sind gute Rapper auf jeden Fall. Ja, deswegen sind sie ja auch hier. Genau. Was man über dich sagen kann, du warst echt so ein bisschen, ja, schon ein Liebling der Jury. Also es gab ja welche, die haben polarisiert, wo die einen gesagt haben, richtig geil, und die anderen waren so, ah. Und bei dir hatte man das Gefühl, alle im Raum waren sich so einig von wegen, der ist krass. Hast du das auch so wahrgenommen? Man hat natürlich nicht die komplette Version dann gesehen im Schnitt, aber ist dir das schon auch vielleicht so ein bisschen wie Honig runtergegangen? Nee, wie sagt man, wie Öl? Ja. Öl, ne? Also generell ist es ja so, dass wenn jemand etwas Positives über einen sagt, freut das einen. Und man ist natürlich gerade auf so einem Level, wo man dann sagt, oh super, dass das jemand auch sieht oder so wahrnimmt, wie ich das eigentlich auch gerne so nach außen transportieren möchte. So. Dass Hardy zum Beispiel mich mag, das wusste ich ja schon vorher, weil ich auch eine lange Zeit Kontakt mit ihm hatte, auch über Vega zum Beispiel. Aber da waren natürlich einige dabei, die ich nicht kannte und die gesagt haben, ja super, Junge, und ich habe auf den Text hingehört. Und gerade das ist für mich auch sehr, sehr wichtig, dass ich nicht irgendwie versuche, so ein Image zu transportieren, sondern eher auf die Text, auf die lyrische Schiene zu gehen und damit so eine Kunstebene schaffe. Und Entschuldigung, mein Handy klingelt. So. Kein Thema. Genau, aber ich habe dann auch KD natürlich gefragt, weil der saß ja mit in der Jury und sein Part kam zum Beispiel nicht dran. Habe gesagt, ey, gab es auch irgendwas Negatives? Und da wurde gesagt, dass Falk dieses Melancholische nicht so mag. Und ich bin aber so ein Mensch, klar, ich bin überzeugt von meiner Musik selber. Ich denke, ein Künstler muss immer ein Stück weit überzeugt von seiner eigenen Kunst sein. Aber mich interessiert viel mehr, wenn jemand etwas zu kritisieren hat. Wenn er sagt, okay, das gefällt mir nicht, weil dann habe ich auch die Möglichkeit, vielleicht habe ich das noch nie so gesehen und vielleicht hat diese Person dann auch recht, wenn er diese Kritik ausübt. Und dann kann ich sagen, okay, da ist was dran, ich muss vielleicht auch an mir oder an meiner Kunst arbeiten. Oder obwohl ich glaube, in dem Fall war es ja einfach Geschmackssache. Ne? Natürlich. Da also kann man gar nicht so genau, groß was dran Melancholie. Das aber ich kann mich auch erinnern, dass Hardy zum Beispiel meinte, das wäre einer der schwächsten Tracks, die er von dir gehört hat, glaube ich. Finde ich persönlich nicht. Ich habe sicherlich ein paar starke Songs gehabt. Vielleicht hat die noch die Thematik einfach nicht angesprochen. Vielleicht lag es auch am Beat, muss man auch sagen. Ich habe nämlich den Song ursprünglich auf einem anderen Beat geschrieben gehabt.
Und der hat natürlich von mir noch Songs, die gar nicht veröffentlicht worden sind, also bis jetzt irgendwie noch keiner kennt, wo auch natürlich wirklich gute Texte mit bei waren. Ich habe damals Vega eine Demo-CD geschickt, also ist schon sehr, sehr lange her. Und da sind Songs sozusagen entstanden, die gibt es immer noch nicht irgendwie, die kann sich keiner anhören. Aber der hat es gehört, wahrscheinlich hat er dadurch gesagt, okay, da sind Songs dabei, die kenne ich und die sind viel, viel besser. Also denke ich mal, dass er da deswegen das Ganze gesagt hat. Man hört ja schon so ein bisschen zwischen den Zeilen, du hast auf jeden Fall schon viel erlebt und du bist auch schon ganz gut rumgekommen so in der Rap-Szene. Ja. Du hast selber auch schon Veröffentlichungen gehabt, du hast schon eine gewisse kleine Fanbase, eben auch eine gewisse Bekanntheit. Warum hast du dich entschieden, bei Raptex mitzumachen? Im Endeffekt hätte man meinen können, du bist jetzt quasi schon so auf dem Weg, dass du es vielleicht quasi auch ohne schaffst. Ja, das ist immer schwierig gewesen. Ich habe immer Auf und Abs, weil ich selber nicht sicher bin, möchte ich diesen Schritt wagen. Ich habe mal so ein Sido-Interview gesehen und der hat gesagt, dass er extrem viel Respekt vor Bent hat, der damals bei der Sekte mitgerappt hat, weil Bent ganz bewusst gesagt hat, ich möchte nicht an diese breite Öffentlichkeit gehen und ich möchte als Künstler für mich selber meine Kunst machen, vielleicht im kleinen Rahmen das Ganze gestalten und nicht irgendwie in die breite Öffentlichkeit gehen und damit natürlich auch die negativen Seiten mitnehmen, wie zum Beispiel, dass wenn man rausgeht, dass man angesprochen wird, dass jeder ein Foto mit einem machen möchte oder sonst was. Und darüber habe ich lange nachdenken müssen auch einfach. Und ich bin jetzt immer noch nicht so, dass ich sage, ich möchte das 100% gehen, aber mittlerweile bin ich auf dem Level, dass ich sage, ich will mal gucken, ob das funktioniert vielleicht. Mhm. Also ich bin offener geworden in meiner Ansicht und einige haben auch kommentiert und geschrieben, ja, Fruster, der ist dabei und der hätte ja eh schon einen Deal haben können, wenn er wollte, so nach dem Motto. Und ich weiß nicht, hätte vielleicht auch sein können, ne, kommt darauf an, wie schlecht dann der Deal ist oder wie gut der in dem Fall. Aber ich musste halt für mich selber nochmal reflektieren und die Entscheidung treffen, möchte ich das überhaupt? Und darum ging das eigentlich. Und offensichtlich hast du dich erstmal dafür entschieden, dass du es möchtest. Ja, definitiv. Hast du denn auch das Gefühl gehabt, dass dir deine Erfahrung jetzt hier irgendwie einen Vorteil verschafft? Sei es jetzt zum Beispiel heute hier beim Aufnehmen oder so, okay, auch wenn du noch nicht aufgenommen hast, aber zumindest, ich glaube, für andere ist es ja alles hier noch, alles noch vielleicht 10-mal aufregender als für dich. Ja. Ist das irgendwie ein Vorteil deiner Erfahrung und vielleicht auch so die Leute, die du schon kennst? Absolut, also für mich ist es auch ein bisschen so ein Heimspiel, weil KD mit in der Jury saß und auch die Aufnahmen macht. Also ich habe zum Beispiel schon jemanden, den ich kenne, der vor mir sitzt, wenn ich sozusagen aufnehme, und das nimmt mir natürlich auch in gewisser Weise den Stress, nimmt das einfach ab. Und ich glaube, ich habe so ein bisschen mehr Routine mit drin, sodass ich einfach nicht aufgeregt bin, weil ich weiß, okay, ich gehe da jetzt rein und rappe, das mache ich nicht zum ersten Mal und den Text habe ich auch drauf. Einige waren natürlich schon ein bisschen aufgeregt oder hatten so eine leichte Übelkeit, ne, dass die gesagt haben, okay, scheiße, jetzt kommt langsam die Zeit, wo ich rein muss in die Booth und ich bin eigentlich gar nicht fertig und brauche eigentlich noch eine Woche, um den Text nochmal richtig auswendig zu lernen, das habe ich nicht. Und ich denke, man muss da ruhig sein, aber es kommt mit der Zeit. Also auch wenn ich nicht gewinnen sollte und ein anderer gewinnt, der wird dann irgendwann spätestens nach einem Jahr merken, okay, das ist alles gar nicht so stressig und man muss einfach ruhig bleiben und die Erfahrung macht es dann auch aus, denke ich. Vielleicht kann ja irgendwie der eine oder andere heute auch noch so ein bisschen von deiner Ruhe dann sich eine Scheibe abschneiden. Gerne, wir haben auch gequatscht mit einigen. Ne? Der eine meinte auch so, ja, ich kenne dich, du hast doch mal was mit Credibil gemacht oder sonst was. Und dann haben wir ein bisschen gequatscht, habe gesagt, ey, bleib ganz ruhig, du gehst zwar gleich rein, aber du machst das. Und vor allem bist du alleine, wir gucken dir nicht alle zu dabei, weil wir sind in separaten Räumen, muss man dazu auch noch sagen. Wir halten ist auch besser so, ne? Ja, natürlich. Ja. Und dann kann man sich halt fokussieren und vor allem ist dann sozusagen die Person, die das Ganze aufnimmt und der kann dann auch nochmal Tipps geben. Und das ist eigentlich völlig entspannt. Das ist eine sehr, sehr gute Atmosphäre, die wir hier auch haben zum Aufnehmen. Und die Studios sind auch sehr, sehr gut. Also von der Qualität einfach unglaublich gut. Mhm. Und da wird uns natürlich auch einiges geboten hier. Was mich zum Schluss noch interessieren würde, der Song, den du heute ausgesucht hast oder beziehungsweise den du geschrieben hast, geht das in eine andere Richtung oder bleibt das der melancholische, ja, vielleicht ein Stück weit fast depressive Sound? Ja, also ich habe eigentlich anfangs gesagt, okay, ich mache was Melancholisches, weil ich glaube, das ist auch so eine gewisse, so eine Marke, die ich halt nach außen repräsentiere, so ein Trademark, dass ich eher für die melancholischen Sachen stehe. Und dann habe ich mir eigentlich gestern, ich bin nämlich hierher gefahren, ich bin aktuell in NRW unterwegs und habe mir auf der Fahrt dann überlegt, so, ey, eigentlich ist das doch genau das, was die Leute erwarten und eigentlich will ich die Leute ja überraschen. So raus aus meiner Comfortzone. Und dann habe ich einfach während der Fahrt einen anderen Beat gepickt, der so ein bisschen Richtung Trap geht und habe drauf geschrieben und ich bin auch fertig. Und dann komme ich heute an und dann sagt mir KD, ja, auf den Song haben schon 6, 7 Leute gerappt. Mhm. So. Und dann denke ich mir, ja gut, dann
ist das auch ein bisschen doof irgendwie, dann, wenn auch für die Auswahl dann am Ende, dann nehme ich lieber den ursprünglichen Beat, den ich ausgesucht Also hatte. hast du jetzt quasi zwei fertige Songs Ja, eigentlich? eigentlich ja, aber ich meine, fertige Songs, ich habe so viele fertige Songs auf meinem Computer, die kann man immer irgendwie nutzen. Also, das ist ja Kunst, Kunst ist zeitlos irgendwo. Also, das verfällt ja nicht. Es ist Das ja heißt, nicht Chapter One Obst. hätte eine wahre Freude mit dir, weil du einfach schon quasi fünf fertige Alben auf dem Laptop Ja, rumzufliegen so hast. viele nicht, aber ein Album hätte ich wahrscheinlich schon. Das war übrigens gerade eine schöne Metapher, dass Kunst nicht wie Obst ist. Das Vielen Dank dürfen dafür. viele nicht vergessen, das ist Ja, wirklich hast du so. vollkommen recht. Gerne. Vielen, vielen Dank. Ich drücke dir alle Daumen, aber ich Dankeschön. glaube, das wird schon laufen bei dir. Ja, und natürlich auch viel Glück an die anderen Teilnehmer, ne? Also Ja, so unbedingt. ist nicht. Und tragt mehr Holzfällerhemden. Gerne.